Pete ist ein geübter Akrobat, der mit seinem Skateboard den Bildschirm zum Wackeln bringt. Zieh über einen leeren Rest Bildschirm, um ihn erfahren zu lassen. Sobald du den Dreh raus hast, kannst du versuchen, ihn zu Nekos zu Koop-Kombos auszuführen. Denk daran, dass er noch ein der Timer war. Und jetzt kannst du Koop-Beat. Ja. Wir bieten das jetzt Koop-mäßig. Wir bieten das den Koop an. Sie im leeren Raum, dann sind sie doch hier, die ganz schön Schlägen angreifen, der sieht die Karte und führt einen von unten nach oben, um sich neben ihn zu bewegen, um einen Kick zu verpassen. Führe einen Überbeat aus, um seinen Körper in einem Ritchie zu steuern und dann mal so, okay. Dann nach oben, leeren Raum und BAM! Stell dir mal deine alte Kicks. Eine alte Kick-Kombination. Ich wollte die Kiwi einstellen. Und die andere machen du was. Ja. Sexy B. War das vorher Sexy D? Nein, glaube, Sexy Plus. Sexy D, Sexy Plus und Sexy B. Aha. Sexy B. Was ist debil? Sexy debil. Im Vorrat hast du, glaube ich, doch deine komische Kette. Ja. Da hast du drei. Ach, ja. Dein Stacheldraht. Meine Schmeichelleine. Mhm. Einmal testen, was Beat so kann. Pinguin. Und Beat kann Pinguin? Maulwürfe! Der war gut! Der war wirklich sehr gut geeint. Helfen mal die Gegner dazu schon bei dir eingeheißen. Okay. Ich glaube, das macht Yoshi gerade am meisten Spaß. Dann probieren wir das gleich nochmal. Ja. Hohoho. Hey, going by doing. Eben, no risk, no fun. Gesehen darf man, sonst fangen wir das halt nochmal von vorne an. Ist ja jetzt nicht das Problem. Your good is gone. You're good is gone. Und come and get it. Die Nutzer ist auch da. Punk, come and get it. Take this. I don't think so. Sollte ich sagen, es tut mir leid für den, nein. Für wen? Für das. Nee, wir wollen uns was ausholen, was wir beide können. Ah, wir sollen mit dem Kombos bilden, oder was? Ah! Das gleiche nebeneinander liegen. Ja. Das üben wir bei Gelegenheit nochmal. Ja. Aber 3,5 ist schon mal nicht schlecht. Dafür, dass wir es erstmal kapieren mussten, ja. Dafür, dass wir keine Ahnung gemacht hatten, was wir gemacht haben, ja. Deswegen sag ich ja, dafür, dass wir das nicht gut haben, aber für das erste Mal 3,5 ist wirklich sehr gut. Ich glaube, Kylie ist gerade ich mag die Kette. Die ist gut. Ja, die hast du jetzt auch so rausgekriegt, wie das funktioniert. Ja. That was tight. Yo.
Bahnhofsunterführung! Hallo, Bahnhof! Aber ich finde das lustig, dass er sein Neues behalten durfte. Ja. Ist sein neues Maskottchen. Eine Mauer. Und kein roter Reaper in Sicht. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Blöde Mauer. Da habe ich keine Zeit. Geh mir aus dem Weg oder ich hau dich kaputt. Er hat sie eingerissen? Ist ja irre. Ich mach mir selbst den Weg frei. Und jetzt weg hier. Der Typ ist ein verdammter Panzer. Kann man den auch irgendwie bremsen? Ich hab eine Handbremse, yo! Wenn schon, dann schon, ne? Eben! Haie! Ey, ich hab noch immer ein persönliches Problem mit Haie. Die haben meine letzte Partnerin getötet. Letzte Partnerin klingt nach, du hattest mal mehr als eine Partnerin. Du hattest bisher eine Partnerin und einen Partner. Ja, so wie ich höre, Nico ist wieder. Wir reden von Beat. Ja, Nico ist ein neuer Partner. Und wir sind uns nicht sicher, ob Nico männlich oder weiblich ist? Ja, das kann man bei Nico nicht so genau sagen. Also ich muss sagen, es ist ein bisschen nervig, weil er sich immer wieder versteckt, aber so schlimm fand ich den Hai jetzt gar nicht. Der konnte bei euch auch besser auch noch nichts machen, ne? Ne, wieso auch? Ich muss sagen, Beat liegt mir wieder mehr als Joshua. Merkt man überhaupt nicht, Joshi. Also mir liegt diese Pin-Kombi auch besser als das, was ich zwischendurch hatte. Hatte ich vor. Ja, ist halt nicht so blöd, wenn man ihn teilweise schon halt gezwungen wird. Und dann vergisst, die umzustellen. Ich hatte ja keine Möglichkeit, die umzustellen, gerade eben. Ja, ist vor allem auch, ja. Ach, da ist noch einer. Starker Geist. Davon hast du schon einen. Würde mich nicht wundern. Irgendwo ist Schweinchen. Oder? Ist Angriffsverseuchung. Wahrscheinlich gehen da weniger Angriffe, wenn du dir rein willst. Oder du hast eine Möglichkeit, dich zu vergiften oder sowas. In die Dauer von negativen Effekten. Wer braucht sowas schon? Eben, wir fügen doch keine negativen Effekte hinzu. Wir hauen einfach. Ich habe keine Zeit für negative Effekte. Das ist der Fluss Shibuya. Hallo Schlange. Brich dich da einfach mal durch. Da wollte Joshua hin. Hey, noch eine Mauer! Blöde Piep. Mauer! Ciao! Hey, mach langsam! Was zur Hölle? Ich hab doch den Schlüsselpin gleich hier! Warum krieg ich sie nicht klein? Schlüsselpin? Ja, die Reaper haben sowas, um die Gegenden zu öffnen. Die haben Schlüssel? Was glaubst du denn, wie ich die andere Mauer aufgemacht habe? Mit Brachialgewalt. Aufgemacht? Du meinst ja wohl zertrümmert. Öffnen dauert zu lang. Wir sind jedenfalls durch, oder? Wie ist ja wohl egal. Dir auf jeden Fall. Mauern klein hauen macht außerdem mehr Spaß. Du spinnst doch, Alter. Ich will mitmachen. Mach so weiter, dann hältst du die Mission nicht durch. Es macht mir nichts aus, Mann. Mir aber. Ah, zur Hölle, lass mich rein! Vielleicht hast du den falschen Schlüssel. Verdammt! Ich brauche einen anderen Schlüssel!
Komm, geben wir's vorerst auf. 10-4 ist außerdem da hinten. Wir müssen uns beeilen, die Zeit wird knapp. Na gut, was soll's. Hey, warte! Ja, er hat ein Skateboard, er kann ein bisschen schneller fahren. Deshalb läuft er mir hinterher. Ja. Herr Dirigent, ich habe eine Nachricht von einer weiteren Rebellion. Oho. Ein neuer Reaper mit besonderen Befehlen von Ihnen. Name Daisuke Nojo Bito. Er ist seit... Bito! Er ist seit 8 Tagen bei uns. Also Beat gefällt mir besser. Ja. Oh ja, der Junge. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich mich gern persönlich um ihn kümmern. Als Spielleiterin natürlich. Nein, Konishi, du bleibst in Bereitschaft. Zu welchem Zweck? Ich muss das mit dem Komponisten besprechen. Mr. Kitaniji, ich möchte Ihre Entscheidung nicht in Frage stellen, aber... Der Junge ist schon seit 8 Tagen im Dienst. Er hat noch keinen einzigen Punkt verdient. Warum den Komponisten damit belästigen, wenn er sowieso sterben wird? Konishi widerspricht. Den Tag muss ich im Kalender anstreichen. Wir bemessen Strafen nach der Schwere des Verbrechens, nicht des Verbrechers. Ich verstehe. Ich werde mich zurückhalten, bis sich der Komponist geäußert hat. Dieser kleine Trottel. Selbst ein Affe weiß es besser, als sich den Verlierern anzuschließen. Damit ist mein Plan ruiniert, das Spiel an Tag 1 abzuschließen. Ich muss eine neue Strategie entwickeln. Eine, die langfristig wirkt. Nur gut, dass ich nie Fehler mache. Abgesehen davon, mich auf eine falsche, fehlgeschlagene Strategie zu verlassen. Hm, das war vielleicht ein Fehler. Ich dachte, da steht vielleicht eine Zeit bei. Nein. Hätte ja sein können. An sich kannst du dir so viel Zeit lassen. Da war das Schweinchen. Kannst du dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Es sei denn, die Sequenz sagt dir was anderes. Oder eine Uhr, die irgendwo offensichtlich am Bildschirm antickt. Ach, du großer Gott. Die Kette hat ordentlich reingehauen. Okay, und Beat ist auch noch mitten durchgefahren. Tech Team hat sie, glaube ich, da gerade bekommen. Ja. Wenn man Beat einfach mit dem Skateboard durchfährt, dann tritt er ja wie wild um sich. Also okay. Wir haben beide sehr gut raumgreifende Angriffe gemacht. Ja. Auf zum 10-4. Wir haben Schlüssel. Diese Noise mich. Noch eine Mauer, jetzt geht's. Genau, sein Kragen, bereit, Kopfhörer! Kommst du noch mit? Aber zuerst musst du mir sagen, wie du kämpfst. Das ist einfach, ich... Weißt du, das ist wie... Poker! Tierchen. Genau! Das Tierchen, ich mag das Tierchen. Ich muss Karten in derselben Farbe bekommen. Okay, klingt sinnvoll, irgendwie. Du wirst es schon sehen, wenn wir erstmal kämpfen. Aber los! Was? Jetzt? Okay, machen wir sie nieder! Beats Fusion gibt dir die Kontrolle über aufregende Karten als je zuvor. Wenn du Karten, die du nicht brauchst, um sie zu entfernen, schließe die Lücke. Die Karten derselben Farbe verschwinden, wenn sie sich berühren. Versuche eine Kettenreaktion auszulösen. Ja, dann geht das wahrscheinlich noch wesentlich schneller. Problem, was man. Die Armfrösche. So blau. Pick it up, phone. Wir haben noch 5. Easy. Easy.
Ha, wie gefällt dir das? Schlechte die Karten abwerfen und die Duden aufnehmen. Aneinander hängen. Und die Nachbarschaft aufräumen. Das verwirrt mich. Na dann entwirr es eben wieder. Ich weiß nicht, wie es geht. Das musst du machen. Was? Aber das ist deine Technik. Ich weiß nur, was ich weiß, weil Rhyme es mir erklärt hat. Rhyme. Willst du wieder was zusammenschlagen? Okay. Ja, reicht. Okay! Jetzt weißt du, wie man es macht! Sie erfüllt. Heißer Blick. Was passiert, nicht auf einen Gegner und ihn anzuzünden? Verursacht kontinuierlich Schaden und manchmal Lebenspunkteentzug. Ja, aber dafür muss ich auf dem Gegner rumkratzen. Ja. Mit meinem super tollen Mega Feuer kann ich auf dem Gegner rumkratzen und der verliert noch mehr Punkte. Oh, 10.000 Yen, mal wieder. Mission unbeendet. Booyah! Geschafft! Der Timer ist weg! Alles erledigt! Ein Tag vorbei, 6 haben wir noch. Jetzt muss ich dich erst was fragen, bevor wir gleich einschlafen. Was denn? Spielen wir doch einfach. Vertraue deinem Partner. Das ist der Schlüssel zum Überleben hier. Deshalb muss ich das wissen. Du hast gesagt, du hilfst mir, um einen Gefallen zurückzuzahlen. Ja, und? Ist das der einzige Grund? Ich kann mir in diesem Spiel keine Überraschungen leisten. Was soll dieses... Babank? Was soll dieses Spiel? Was für ein Spiel? Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Hey Mann, ich kann mit so komischen Wörtern nichts anfangen. Aber es gibt doch schon noch einen Grund. Wabon-Spiel. Oh, oui, oui. Aber es gibt schon noch einen Grund. Okay, welchen? Ich will einen neuen Komponisten für Shibuya. Mich! Noch so einer. Weißt du was, streite ich mit Joshua darum. Am besten macht das als Partnerarbeit. Hey, Joshua ist tot. Konkurrenz ausgelöscht. Ich bin wieder da, Konishi. Mr. Kitaniji, haben Sie eine Entscheidung getroffen? Oh ja, der kleine Rebell wird als Reaper entlassen. Ab jetzt wird er behandelt wie ein Spieler. Jawohl. Ich brauche dich wohl nicht zu erinnern, Konishi, dass du verpflichtet bist, beide Spieler auszulöschen. Du bist die Spielleiterin. Ich werde das erledigen. Gut. Aber zur Sicherheit verlange ich, dass alle Reaper ihre O-Pins tragen. Outlet-Pins? Ich weiß, dass O-Pins die Kampfleistung der Reaper verbessern. Aber was ist mit den Nebenwirkungen? Nur um einen dummen kleinen Jungen zu bestrafen? Was das angeht, dann fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das ist sehr riskant. Dennoch wünscht es der Komponist so. Ich bin dankbar dafür. Wir haben schon genug gute Leute verloren. Jawohl. Außerdem versetze ich den unteren Garten in den Ausnahmezustand. Ausnahmezustand? Kümmere dich darum. Sofort. Da stimmt etwas nicht. Warum so viel Aufhebens um einen jämmerlichen Rebellen? Er verbirgt etwas. Ich muss etwas unternehmen. Aber nicht blind. Jeder gute Plan beginnt mit harten Tatsachen. Sensible, senseless. Senseless, sensible? Kreuz. Day one, over. 6 days left. Yay. Bereit für Tag 2? Rit. Die Mission ist da! Hey, hast du den Plan schon fertig? Ja, wie wir gestern besprochen haben. Wir ignorieren die Missionen und gehen zum Fluss Shibuya. Wenn ich jetzt Komponist bin, ist Schluss mit diesem Spielkram. Und dann... Mann, gehen wir einfach. Wohin? Ihr habt noch nicht einmal die Mission gelesen. Wer ist das denn? Ist das denn? Oh! Ja, du bist das. Ich grüße euch. Ich bin Mitsuki Konishi, dich und diese Woche Spielleiterin. Das ist ja so eine Jungfrau. Vorwärts, ich habe keine Zeit für dich. Wie primitiv. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, was ihr vorhabt? Ihr wolltet die Mission ignorieren und irgendwelchen Ärger machen. Ja, und ich bin Reaper. Ich habe keine dämliche Mission zu erfüllen.
So habe ich mir das gedacht. Leider muss ich dir mitteilen, dass du gestern offiziell von den Reapern ausgeschlossen wurdest. Ab heute bist du einfach ein Spieler. Was soll's? Ihr könnt mich nicht rausschmeißen, ich gehe von selbst. Stell dich nicht so kindisch an. Du meinst, ich stell mich an? Nein, mir scheint, dass das ein normales Verhalten ist. Ha, gut erkannt. Kumpel. Sie macht sich über dich lustig. Was? Seufz. Ich kann die Evolution leider nicht umkehren, um mich mit dir zu verständigen. Deshalb fasse ich mich kurz. Du bist zwar jetzt ein Spieler, aber du hast gegen die Regeln der Reaper verstoßen. Das heißt, dich erwartet eine Strafe. Hat man dir die Lebensdauer, hat man dir erklärt, dass die Lebensdauer eines Reapers von seinen Punkten bestimmt wird? Ja und, mach das aus. Du hast 0 Punkte verdient. Nicht gerade fleißig, würde ich sagen. Ihr wolltet doch, was ich Neues auf die Spiele hetze. Dafür bin ich nicht bei euch eingestiegen. Dann weiß ich nicht, warum sonst. Der Erfolg meiner Person beruht auf dem Opfer einer anderen. Und außerdem, wenn ich mich nicht sehr irre, sitzt der einzige Grund, warum du Reaper geworden bist, auf deiner Schulter. Ein kleines Neues? Das ist doch billig. Halt die Klappe, du hast ja keine Ahnung. Wie du willst. 0 Punkte. Damit hast du noch etwa 5 Tage zu leben. Ja. Einschließlich heute. Können wir vielleicht 6 draus machen, dann haben wir die Woche vor heute. Was? Für 5 Tage? Ich greife das ganze Spiel durch. Die Flügel eines Reapers sind keine Lizenz, um zu tun, was du willst. Denk darüber nach in der Zeit, die dir noch bleibt. Und jetzt, Spieler, um deinen Sturz in die Ungnade zu honorieren, werde ich noch deine Teilnahmegebühr beanspruchen. Tschüss. Was? Nein! Ich frage mich, was dir wohl das Liebste ist. Vielleicht dieses Neues? Stimmt doch, oder? Gib sie wieder her, du eiserne Hexe! Oh, ich habe eine bessere Idee, wenn es dich so sehr ablenkt. Nein, lass das gefälligst! Ich mag sie. Bist du herrlich böse? Ja. Du darfst den Pin behalten. Cool. Bitte sehr, viel praktischer so. Jetzt kannst du dich auf meine Mission konzentrieren. Du, gib mir diesen Pin! Erst die Mission. Wie wär's mit... Besiege mich. Du hast 6 Tage Zeit. Tage? Oder bis zu deinem Tod, je nachdem, was früher passiert. Jo, ich brauche keine 6 Tage. Ich bring das ja hier und jetzt zu Ende. Diese vorhersehbare, überstürzte Reaktion. Lass mich ausreden. Wenn du weiter so unbedacht vorgehst, wirst du scheitern. Ist dir egal? Ist es dir egal, was aus diesem Pin wird? Verdammt, das ist unfair! Ich könnte ihm ein Schnurrbart malen. Was meinst du? Bringt das was? Oder ich könnte ihm 2 weitere Flügel aufmalen. Ja. Den Pin. Ach so, ich weiß gar nicht, wem willst du einen Schnurrbart aufmalen? Wenn er sich dann maskalisiert, könntest du nochmal ganz anders aussehen. Ja. An dieser Stelle werde ich mich an einen gewissen Ort begeben. An diesem Ort bleibe ich für die nächsten 6 Tage. Ihr müsst mich finden. Also wie beim Versteckschnittspielen. Wir brauchen dich nur zu finden. Das ist ja leicht. Korrekt. Wir nennen das den Reaper Sport 2 Versteckschnittspiel. Ich habe etwas Passendes für dein Alter ausgewählt. Was hast du gerade gesagt? Viel Glück. Oh, und hier, das wirst du brauchen. Ein Spielerpin. Krieg ich auch noch einen? Ich würde gern 3 haben, alle guten Dinge und so. Ich freue mich schon zu sehen, wie du dich windest und quälst. Nicht in der Lage, mich zu finden. Nicht in der Lage zu verhindern, dass der Tod dich findet. Pass auf dich auf. Yo, komm zurück, verdammt! Nee, der Timer. Verdammt, sie kommen. Das ist der Weg zum 10-4.
Jo, vergiss den Fluss Shibuya. Wir müssen hier nachmachen. Ich brauche diesen Pin. Sonst hat es keinen Sinn, Kompromiss zu werden. Was? Warum? Dieses Neues, das du bei dir hattest, was war... Das ist kein neues Kopfhörer. Oh, das ist die süße kleine Rhyme. Hä? Komm, los jetzt. Fuchs sagt gar nichts. Ja, aber es ist das relativ offensichtlich. Ich halt den Rand. Das ist also ein Pro-Pin. Die sind so selten. Eben, die haben jetzt alle. Alle sind Reaper. Erinnert mich an das Design überall in der Stadt. Weißt du, ich glaube, das ist derselbe Pin. Irgendwas in der Sache stimmt. Dann halt dir die Nase zu. Wir müssen die Dinger tragen. Anweisung der Spielleiterin. Und dabei passt er gar nicht zu seinem Outfit. Aber zu seinem Lolli. Der lutscht die ganze Zeit auf seinem Pin rum. Nam, 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 nam. Du meinst ihre eiserne Hässlichkeit? Diesmal ist sie wirklich zu weit gegangen. Ach komm, entspann dich. Geheimwaffen? Entfesselte Kraft? Ich bin dabei. Hast du schon mal überlegt, warum die Kraft sonst gefesselt bleibt? Vielleicht hat sie auch Nachteile. Irgendwas macht denen da oben offenbar Angst. Wenn sie die großen Geschosse auflaufen. Kommt mir etwas übertrieben vor für einen kleinen verräterischen Frischling. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hä? Also bitte. Jedenfalls bist du jetzt wieder besser drauf. Ja, schon. Die Arbeit wird endlich wieder normal. Wenn wir die Geheimwaffen ausfragen. Sie gibt mir was. Schön für dich. Wie wär's, wenn... Alfred bei der Arbeit, wie ich sehe. Hä? Wird wahrscheinlich nicht Konishi sein. Oh, doch! Oh, ja, Chefin! Wie lange nehmen wir denn schon auf? Wir nehmen jetzt... Flap! Kirschen, fallende Kirschen nehmen wir auf. Aber 3 Stunden und 41 Minuten. Also ich krieg Hunger. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Gelüsten des Hungers nachzugehen. Ich meine, wir haben Beat getroffen, wir haben einen Tag mit Beat geschafft. Wir haben Joshua umbringen lassen. Das war das Wichtigste am Tag, auch wenn er ein toller Psychopath war, aber der Typ war einfach furchtbar. Aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal was essen und beim nächsten Mal gucken wir dann, dass Neku und sein neuer Partner Beat 6 Tage für einen Auftrag haben. Und den werden wir dann wohl irgendwann mal packen. Bestimmt. Vielleicht. Ganz sicher. Und bis dahin... Frage ich mich, ob der jetzt 2 Timer auf der Hand hat. Der aktuelle Auftrag läuft ja noch. Nee, du hast keine Mission da oben in der Ecke. Aber ich habe einen Timer bekommen irgendwann, oder? Den kann sie ja umstellen. Wie lustig ist, sie ist ja die Spielleiterin. Naja, okay. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss und bye bye. Wiedersehen. Ciao.